Hallo, heute möchte ich mit euch wieder mal knapper Sachen machen. Einmal eine Pappröhre, wieder neu bekleben und Äste. Die Pappröhre, wenn ihr braucht die Pappröhre, ihr braucht die Äste, ihr braucht Mehlkleber, Kräuter oder andere Dinge, die ihr drauf machen wollt. Die Kräuter tut ihr zuerst auf ein Backpapier, weil es versaut euch den ganzen Boden. Und den Mehlkleber klatscht ihr einfach auf diese Papprolle. Danach tut ihr die Papprolle wie ein Nudelholz über diese Kräuter rollen, damit alles gut dran festklebt. Wie ihr gerade auch seht. Das macht ihr einfach reinrum, bis wenn die ganze Papprolle voll ist. Wenn Lücken entstehen, nicht schlimm. Tiere fressen es trotzdem. Jetzt kommen wir zu den Ästen. Die Äste könnt ihr natürlich einfach irgendwo hinlegen, dann fällt alles ab oder bleibt kleben. Daher habe ich einfach so eine große Schiffbox genommen und da Tischelasern reingefüllt. Ja, damit ich die Äste dort reinstecken kann. Äste ist egal, welche ihr nehmt, am besten werden welche mit weniger Gabelungen. Mit wenig Gabelungen, das lässt sich einfach leichter machen. Hier habe ich dann einfach den Mehlkleber wieder genommen, mit einer Gabel draufgeklatscht. Und dann in die Hand die Kräuter genommen und mit der Hand den Ast umfasst, damit die Kräuter dran festkleben. Es ging meiner Meinung nach am besten. Sind einfach Stellen einfach, also, ja. Und abgeklappert wird so oder so. Das macht ihr dann wieder so lange, bis wenn ihr meint, der Ast ist so okay, euch voll genug. Ich habe unten ein bisschen freigelassen, damit ich halt besser reinstecken kann. Oder halt bei den Lemmingen im Streu verbuddeln kann. Ja, dann stellt ihr es einfach zum Trocknen alles auf der Heizung. Meins habe ich 2 Tage stehen lassen. Ja, und es hat sehr gut geschmeckt. Wenn ihr wissen wollt, was ihr mit den Resten macht, schaut einfach mal ins nächste Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal.